Willkommen zu diesem Video auf dem Kanal der Profi-Amateure. Heute zeigen wir euch, wie ihr die Apple AirPods Pro richtig reinigt. Und zwar so, wie es von Apple auch empfohlen wird. Ich werde nicht jeden Arbeitsschritt vollständig vorführen, einfach weil viele Sachen selbsterklärend sind und das Video nur unnötig in die Länge ziehen würde. Alles, was ihr benötigt für die Reinigung, habt ihr normalerweise zu Hause. Ein Mikrofasertuch, ein Wattepad, ein oder zwei Wattestäbchen, ein Stück Küchenpapier, eine handelsübliche Borstenzahnbürste, etwas mit Zellenwasser im linken Gefäß, etwas destilliertes Wasser im rechten Gefäß und natürlich eure AirPods. Wir fangen an von außen nach innen mit dem Case, dem Ladecase. Dieses können wir mit einem trockenen Mikrofasertuch oder wahlweise mit einem Wattepad einfach reinigen. Wir können das Wattepad oder das Fasertuch auch befeuchten, um so etwas grobere Verschmutzungen auch zu entfernen. Ich mache es auch oft so, dass ich etwas Desinfektionsmittel auf das Wattepad gebe, einfach aus hygienischen Gründen, um Bakterien, Keime abzutöten. Gehen wir nach innen. Zunächst nehmen wir die AirPods heraus. Der Innenraum des Cases reinigt sich am besten mit einem Wattestäbchen. Hier einfach diese Aussparungen, in denen die AirPods sitzen, mit dem Wattestäbchen reinigen. Das Wattestäbchen könnten wir, wenn die Verschmutzungen doch etwas fester sitzen, auch anfeuchten mit Wasser oder wahlweise auch etwas Desinfektionsmittel aus hygienischen Gründen wieder. Nur hier unten an den Kontakten, wo die AirPods auch geladen werden, da sollte man sehr vorsichtig sein. Am besten den direkten Kontakt mit dem Wattestäbchen zum Kontakt meiden und wirklich sehr vorsichtig sein und ja, so einfach alle Verschmutzungen im Case bereinigen. Das Case im Nachgang trocknen lassen, bis es vollständig trocken ist. Hier kann man auch mit dem Küchenpapier etwas nachhelfen, aber auf jeden Fall etwas offen stehen lassen, bis es vollständig getrocknet ist. Die AirPods selber, hier unterscheiden wir zwischen dem Ohreneinsatz und dem AirPod selbst. Bei den Ohreneinsätzen ist es sehr, sehr einfach und praktisch. Diese enthalten keine elektronischen Komponenten. Somit können wir diese einfach unter fließendem Wasser am Waschbecken reinigen. Und im Nachgang trocknen lassen, etwas abtupfen und auch mindestens 2 Stunden trocknen lassen, bevor wir die wieder verbauen. Der AirPod selber hat 3 Gitter. Unter diesen befinden sich Lautsprecher und Mikrofone. Hierfür nehmen wir jetzt diese Zahnbürste, nehmen zunächst Micellenwasser. In kreisenden Bewegungen reinigen wir jedes der 3 Gitter. Das Ganze für 15 Sekunden je Gitter und wiederholen den Vorgang 3-mal. Danach nehmen wir dann destilliertes Wasser, auch wieder mit kreisenden Bewegungen, die Gitter reinigen und das Ganze auch 3-mal wiederholen. Natürlich nur die Zahnbürste etwas anfeuchten, auf gar keinen Fall zu viel Feuchtigkeit hier drauf bringen. Danach auch die AirPods wieder etwas abtupfen, mindestens mal 2 Stunden trocknen lassen und sobald alles wieder getrocknet ist, könnt ihr die nach 2 Stunden oder auch länger wieder zusammenbauen und ja, ins Ladecase zurückgeben und habt dann frische, gereinigte, hygienische AirPods. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert unseren Kanal. Bei Fragen gerne die Kommentarfunktion nutzen und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen.